Die Villa Neubrunn. Gerade erst neu eröffnet und bereits Schauplatz einer schrecklichen Tragödie. Dr. Heinrich Schwarz hat seine engsten Vertrauten zu sich geladen, um mit ihnen seinen 30. Geburtstag in seiner neuen Residenz zu begehen. Doch noch ahnt er nicht, welche Schreckensnacht ihm bevorsteht. Die illustre Gesellschaft trinkt Wein, unterhält sich angeregt und hat Spaß. Ein entspannter und gesitteter Abend, wie aus dem Bilderbuch. Dr. Schwarz ahnt nicht, dass jeder seiner Gäste eine ganz eigene Motivation hat, um in der Villa zu erscheinen. Am späten Abend schließlich sucht der Doktor seine Gemächer auf und will den Morgen nicht mehr erleben. Sein treuer Butler ist der Erste, der den heimtückischen Mord bemerkt. Nun liegt es an den Gästen, den Fall aufzuklären. Hauptverdächtige für den Mord sind das Fräulein Gloria, die Jugendfreundin des Doktoren, der Reverend Grün, die angehende Verlobte des Doktoren, die Baronin von Ports, und der Freund ihres Witwers, Oberst von Gato. Die vier müssen würfeln, um sich in die verschiedenen Räume der Villa zu bewegen. Von dort aus können sie einen Verdacht äußern, wer den Mord im jeweiligen Raum mit welcher Waffe verübt haben könnte. Können die anderen Gäste eine Karte davon verdeckt vorzeigen, kann diese nicht in der Fallakte liegen und somit nicht zur Tat gehören. Würfeln die Verdächtigen eine Lupe, so wird eine Hinweiskarte gezogen und ausgespielt. Wem es schließlich gelingt, als Erster die Karten in der Fallakte zu identifizieren, hat den Fall siegreich gelöst. Dankeschön. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer eine solch schändliche Tat verübt haben soll. Wir waren gerade erst verlobt. Nun denn? Erneut. Wollen Sie mir damit was sagen, Herr Revenant? Natürlich nicht. Hat einer von Ihnen die Pistole als Beweismittel aufgehoben, so möge er sie vorzeigen. Also ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Die Pistole war an einem sicheren Ort verwahrt. Was soll das heißen? Dem Waffenschrank, wenn Sie es genau wissen wollen. Auch zur Tatzeit. Wie sind Sie denn an diese rangekommen? Er war offen. Oberst von Gattung. Äußerst dünn. Äußerst dünn, Herr Oberst. Auf Antwort. Wir wollen ja auch keine Zeit verschwenden. Der Mörder könnte unter uns sein. Doch Guten will Weide haben. Das steht schon in der Bibel. Was stand da? Guten will Weide. Nein. Eile. Ah. Guten will Eile haben. So, ich bewege mich weiter fort. Pass noch mal. Aber so. Jetzt sind Sie dran. Die 7, die Zahl des Herrn. Lasst uns sehen, was sie uns bringt. Sie. Anscheinend nicht so viel. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Fräulein Gloria. So. Erst verspotten Sie meine 7 und nun? Ich glaube nicht an Gott. So. Ich verdächtige, dass Fräulein Ports im Salon. Fräulein Ports? Ja. Verzeihen Sie. Baronin von Ports. Baronin von Ports. Es tut mir leid. Sie sollten mich nicht auf Ihren Stand degradieren. Fräulein. Ich hoffe, dass dies ich darf doch wohl bitten. Dass dies keine bitten offene können Sie mich immer. Aber meine immer. Meine Damen. Bringt uns jetzt nicht der Lösung des Problems näher. Wir müssen den Mordfall aufklären. Na, Sie müssen es ja wissen. Verzeihen Sie. Ich weiß nichts, Reverend. Ich verdächtige Baronin von Ports, dass sie Herrn Schwarz im Salon mit dem Dolch erstochen hat.
Wenn ich dies vorbringen darf, um Ihren Verdacht zu entkräften. Die beiden vielen Dank, Herr Gato. Ich wusste, dass ich immer auf Sie zählen kann. Ich danke Ihnen, so wie mein verstorbener Ehemann. Friedrich. Friedrich? Sie haben uns doch getraut. Ich traute mich so manches in meiner Jugend. Doch dies? Na gut. Ich glaube, Herr Gato führt weiter. Herr Gato, danke sehr. Bitte. Ich muss ja noch einiges durchgehen, meine Predigt vorbereiten. So kalt sind Sie. Hm? Nun bitte. Heinrich ist noch nicht mal unter der Erde. Der Gott schläft nie. Nee. Was ist das? Salon. Fräulein Gloria. Ja? Ich verdächtige, dass Sie im Speisezimmer mit dem leckenden Heizungsrohr den Herrn Doktor von Schwarz. Ja, das wäre typisch. Das kann nicht sein. Also, ich kann ihn da nicht. Wenn jemand etwas vorzubringen habe, um diesen Verdacht zu entkräften, möge ich werde es nach meinen besten Kräften tun, so wahr Gott mir helfe. Doch. Sie hatten doch schon immer ein Auge auf Fräulein Gloria geworfen. Ich muss sehr bitten. Also, ich kann der Dame nicht helfen. Ich bin verheiratet mit unserem Herrn. Ich kann mir selbst helfen. Danke sehr. Wo war das jetzt? Doch, weiß ich mal. Ich würde gerne weiter. Aber natürlich. Vielen Dank. James, könnten Sie bitte in der Zeit mir ein bisschen Wein eingießen? Glauben Sie nicht, dass Sie dem Beispiel etwas genug zugesprochen haben heute Abend? Das ist nicht Ihre Sache. Und in der Messe trinken Sie ja auch genügend Wein. Selbst. Ich kreide den Revenant an. Im Wintergarten. Im Wintergarten? Ja, im Wintergarten. Nicht im Wintergarten aufzuhalten. Ja. Dort ist der Teufel los. Mit dem Dolche meinen Heinrich gestochen zu haben. Also der Dolche als solche? Den hätte ich schon nicht angerührt. Das können Sie sich denn entlasten? Das ist die Sache. Selbstverständlich. Das kann so nicht passiert sein. Ha. Folgendes möchte ich Ihnen erzählen. Entschuldigen Sie vielmals. Herr, dass ich an Ihnen gezweifelt habe. Der Herr ist mit Ihnen. Irgendwie führen Sie, doch fort. Ich fahre fort. Ich möchte diese Diskussion einmal auf einen neuen Standpunkt bringen. Lassen Sie mich sehen. Oh, mit diesen Mitteln komme ich nicht weit. Na doch, doch, eins. Naja. Fräulein Gloria, Sie müssen mich unterstützen. Es tut mir sehr leid für Sie. Das Glück scheint auch nicht auf meiner Seite zu sein. Jetzt sind die beiden Glück. Doch sollte sich jemand im Billardzimmer aufgehalten haben, so könnte er dies vorweisen. Ich war dort. Interessant. Wo waren Sie denn überall? Was taten Sie dort? Im Billardzimmer. Das sehen Sie doch. Dachte ich mir. Und da ist auch dort der Waffenschrank. Befindet sich auf der Waffenschrank. Ah, passend. Kugeln. Waffen. Frau Gloria, möchten Sie bitte den Würfel weiterreichen? Herr, danke sehr. Zehn. Das Musikzimmer. Mit Glauben allein gewinnt man keine Kriege, Reverend. Ich bezichtige Sie, mit dem Heizungsrohr den Doktor im Musikzimmer erschlagen zu haben. Das kann überhaupt nicht sein. Lassen Sie mich da kurz nachsehen. Ich glaube, ich kann das widerlegen. Vielleicht kann auch schon Frau Baronin von Ports mir hier ein Alibi verschaffen. Ich dachte, wir waren dort damals verbindlich. Ich meine, schauen Sie hier. Mhm. Schauen Sie hier. Ich,
Leg mal die Karten auf den Tisch. Dann müssen Sie mich mit irgendwie verwechselt haben. Wissen Sie, der Wein. Ja. Messwein war noch übrig, der muss ja auch irgendwann weg. Nicht wahr? Während die Gäste weiterhin ihre Alibis abgleichen, fällt das frühe Verschwinden von Frau Dr. Orchidee auf. Ich beschuldige Frau Orchidee. Frau Orchidee, den Doktor im Wintergarten mit dem Dolch erstochen zu haben. Ein sehr berechtigter Verdacht, dass sie so kurz nach dem Mord verschwunden ist. Sie wurde doch zu einem Patienten gerufen. Zu einem Patienten, das kann jeder sagen. Mit dem Dolch, sagen Sie? Mit dem Dolch. Ich dachte, das wäre... Vielleicht hilft Ihnen das, um das klarer zu sehen. Reverend. Scheint mich gehört zu haben. Ich würde mich zum Beten zurückziehen und das überdenken. Nun, dann werde ich mich in den Salon begeben. Und Herrn Oberst von Gâteau beschuldigen, den Doktor mit dem Leuchter erschlagen zu haben. Ich sagte doch schon, dass er mich im Billardzimmer aufhielt. Das kann jeder sagen. Hat jemand etwas vorzubringen zu meiner Entlastung? Ich werde mein Bestes tun, doch... Herr Gâteau, natürlich, ich kann Ihnen immer helfen. Sie haben, Sie haben auch Richard Friedrich geholfen. Ich danke Ihnen. Natürlich teile ich das. Ich hoffe es zumindest. Während der Oberst zunehmend die Baronin verdächtigt, sucht der fromme Herr Reverend Grün die Lösung des Rätsels in der Bibel. Aber auch Sie machen Fehler, Herr Reverend. Ich? Ja. Nicht so, weil ich nüchtern bin. Charles! Als die Baronin das Gespräch mit Fräulein Gloria sucht, lässt der Reverend einen ersten Skandal durchblicken. Ich denke, ich kann auch hier meiner lieben Nachbarin aushelfen. Da haben Sie sich aber fast sehr verstrickt. Nun, in dem Eifer des Wortgefechts. Nicht wahr? Sie kennen das sicherlich. Ja, ich kenne die Gefechte. Sehr gut sogar. Von welchen Gefechten reden Sie denn jetzt gerade? Aus welcher brenzlicher Situation, mit ich mit Ihrem werten Gatten doch schon entronnen bin. Was Sie mit Ihrem Dolch machen, ist Ihre Sache. Ich hoffe der Dolch nicht. Bleibt dort, wo er ist. Na dann, Wir wollen ja nicht verzögern. Eine Sekunde, ich muss kurz noch mit dem Herrn göttlicher Ehrfurcht verharren. Was gerade? Was war das jetzt gerade? Die Halle, wie das Seil. Ich wurde zu Unrecht beschuldigt. Selbstverständlich. Naja, das wissen wir ja noch nicht. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass Herr Schwarz nicht der erste Verlobte ist. Ja. Und auch nicht der erste, der uns so früh verlassen hat. Leider ja, ich hatte kein Glück. Ich konnte nicht viel Zeit mit meinen Ehegatten verbringen. Aber Verzeihen Sie, dass ich unterbreche, Madame. Ja, alles gut. Doch ich muss anmerken, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass unser lieber Doktor im Wintergarten erschlagen wurde mit dem Heizungsrohr von der lieben Frau Dr. Orchidee. Kann mir jemand etwas entgegenbringen? Wir haben sie nun länger nicht mehr gesehen. Nun... Ihr Verschwinden ist gar mysteriös. Das wollte ich nicht sagen, doch. Oh. Gut. Diesem Einwand kann ich mich nicht... muss ich mich beugen. Verzeihen Sie. So. Fräulein Gloria, bitte fahren Sie doch fort. Ich muss hier noch kurz etwas regeln. Dankeschön. Ja. Nun, hat einer von Ihnen Professor Blum gesehen zur Tatzeit? So möge er dies vorbringen. Ich war zugegen mit Professor Blum. Wir pflegten im Billardzimmer einen da waren kleinen Sie ja Untrunk auch. Zu nehmen. Entschuldigung.
Was haben Sie denn da gemacht? Haben Sie den Oberst von Gato auch getroffen? Nein, wir haben lediglich versucht, unsere Sinne zu erweitern, um unserem Herrn näher zu kommen. Ah, so macht man das also. Ja, ja. Ich werde es demnächst mal ausprobieren. Gerne, ich zeige Ihnen auch einige Tricks, wenn Sie möchten. Ich verzichte. Behalten Sie doch Ihre furzigen Tricks für Sie. Na, schauen wir lieber aufs Spielfeld. Oberst, haben Sie nicht vielleicht eine Meinung zu diesem tragischen Fall? Sie sind nun endlich in der Küche angelangt. Ja, welche Frauen werden wir hier wohl finden? Ich sehe einen Leuchter in der Küche stehen. Fräulein Gloria, haben Sie etwas damit zu tun? Er scheint mir etwas blutverschmiert zu sein. Sie bezichtigen mich, Hans Schwarz in der Küche mit einem Leuchter erschlagen zu haben? So ist es. Frau Paus, können Sie dort nicht eingreifen? Bitte. Natürlich, ich kann da eingreifen. Jetzt aber nicht, um den Willen, Fräulein Glorias. Ich danke Ihnen, meine Teuerste. Natürlich. Durch. Das haben wir schon mal. So, ich führe nun fort. Ich begebe mich zum Salon, aber der Weg ist noch ein bisschen weit. Jetzt sind Sie dran. Ach, gut, den will weiter haben. Derweil die Zankerei zwischen der Baronin und dem Fräulein munter weitergeht, kann zumindest das Heizungsrohr als Tatwaffe ausgeschlossen werden. Der Oberst hält unterdessen weiter an seinem Verdacht gegenüber der Baronin fest. Referent, würden Sie mich bitte in den Wintergarten? Selbstverständlich. Danke sehr. Ich begleite Sie. Möglicherweise war Frau Baronin von Protz dort. Das habe ich doch gesagt. Mit dem Seil am Werk. Höchstens Pflanzen aufzuhängen. Ja, natürlich. Wollen Sie beschuldigen, oder? Kann jemand diesen Verdacht entkräften? Leider nicht. So wahr Gott mir helfe. Nun. Ich kann hier nichts tun. Ich danke Ihnen, Fräulein Gloria. Immer gern. Ich tue doch alles für Gloria die Frau Baronin. Frau Baronin. Vielen Dank. Ich weile in dem Zimmer, aber ich würde davor die Karte noch lesen wollen. Bitte sehr. Sie beschwören die Gottesmächte, ich sehe schon. Jeder darf in den Raum seiner Wahl rennen. Sofort, jetzt! Ich will auch rennen. So. Und ich beschuldige den Herrn Gato, dass er den Herrn Heinrich, Dr. Schwarz, im Arbeitszimmer mit dem Seil erhangen hat. Das kann nicht sein. Ich erwähnte bereits, wir tranken zu dieser Zeit den Whisky im Billardszimmer. Dieses Mal glaube ich. Eine verdammt feste Leber, der Junge. Nicht nur die Leber ist fest. Ja, sehr wohl. Nun denn. Da sich diese Theorie als nichtig erwiesen hat, fahre ich nun fort. Ich verweile in der Bibliothek und möchte dort behaupten, möglicherweise wurde hier unser lieber Doktor von der Frau Dr. Orchidee mit Hilfe eines Seiles erdrosselt. In der Bibliothek, sagen Sie? In der Bibliothek. Ich habe dort Spuren und Reste von Hanf gefunden, Hanffaser. Warum kennen Sie sich damit so gut aus? Nun, mein Gärtner und ich meine, der Mörder ist immer der Maler, der Gärtner. Das tut nichts zur Sache. Ich kann leider nichts vorbringen, um Ihre Aussage zu entkräften. Das dachte ich mir. Ich ebenso wenig. Frau Paul, jetzt können Sie nicht, um Gottes Willen. Diese Räumlichkeiten suche ich öfters auf. Das ist so. Alleine? Manchmal. Beim Rein kommen wir allein. Oder sonst ist auch immer der Herr dabei. Der Herr ist immer mit uns. Ja. Das ist nun, dann möchte ich mich wohl entschuldigen. Ich würde mich entschuldigen, wenn unsere Frau Orchidee bei uns wäre.
Ich werde ihr später einen Strauß Orchideen schenken. Wie kamen Sie denn auf diese Idee? Auf die Orchidee? Ihre Witze. Oh, ich werde in der Küche verweilen und ich verdächtige Frau Baronin von Ports. Ungeheuerlich. Sie hätte mit dem Seil Herrn Dr. Schwarz in der Küche ermordet. Dass Sie das auch nicht ruhen können. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Herr Garten. Hat niemand etwas dagegen vorzubringen? Ich habe leider nichts um diesen Verdacht zu entkräften. Meiner Treue. Ich bin eine starke Frau, ich kann mir auch selber helfen. Ich danke Ihnen. Das bringt mich meinem Verdacht schon etwas näher. Wo gucken Sie hin? Ich stehe. Ja. Danke sehr. Nun denn, ich möchte verweilen und eine Karte. Danke sehr, Robert. Wer die Leuchterkarte hat, möge sie offen vor sich legen. Ich mag es, mir den Weg zu leuchten. Es ist sehr dunkel. Der heilige Gral. Das ist richtig, wo doch auch der Strom ausgefallen ist. Nun denn, Fräulein Gloria, sind Sie im Arbeitszimmer gewesen zur fraglichen Tatzeit? Und haben Sie sich möglicherweise mit der Rohrzange dort zu schaffen gemacht? Bitte. Definitiv am Dr. Schwarz. Am Dr. Schwarz. Was haben Sie denn gedacht? Nun, ich dachte, vielleicht wollte sie sich klempen. Klempen ist die Frau als starke Persönlichkeit. Frau Baronin, können Sie diesen Verdacht treffen? Ah, da muss ich nachgucken. Aber ich kann leider nicht helfen, nein. Reverend? Verzeihen Sie, ich war in Gebete vertieft. Von Gloria, mit der Rohrzange. Der Rohrzange. Ich denke, da... vielleicht kann ihm dies weiterhelfen. Eine Predigt von mir. Ich schrieb sie vor Jahren, doch... Danke sehr. Ich denke, der Glaube kehrt dadurch... Das war alles, was ich wissen konnte. Sie haben eine Predigt mit einer Rohrzange geschrieben? Nein, aber geheim. Nein, von Gloria. Ah, daran erinnere ich mich noch. Ich dachte, sie waren kaum. Na gut. Prost. Vielen Dank. Ich bin schon ganz verwirrt und vergesse, wo ich mich befinde. Jacques. Orientierungslos. So. Ich verdächtige Herrn Blum, dass er im Musikzimmer mit dem Seil den Dr. Schwarz erhangen hat. Hat jemand was zu seiner Verteidigung? James, entschuldigen Sie bitte, das ist vollkommen unmöglich. Können Sie mir bitte auch ein bisschen eingießen? Vielleicht, Herr Gatto, möchten Sie auch noch einen Schluck? Oh ja, bitte doch. Ich kann diese... Welche haltlose Behauptungen Sie? Stellen ja. Sie auf? Professor Blum ist wenn doch Professor längst... Professor Blum ein einhändiges Alibi hat. Professor Blum ich habe, glaube ich, schon zu viel des Weines gekostet. Ich bemerke das aber meine Nerven... Doch. Ich muss Sie beruhigen, es geht... Verzeihen schon Sie in der Bibel steht, sind die Nerven durchgebrannt. Hilft ein Weinbrand? Das steht in der wirklich, in welchem Vers? Können Sie mir diese Bibelstelle zeigen? Selbstverständlich. Ich habe hier... Also es ist irgendwie schwer zu... Ich habe mich geirrt. Es war Scotch. Sie wissen ja, das beste Jäckchen ist das Cognacchen. Sie sagen es. Ich möchte mich bedeckt halten. Doch, nein, na gut. Ich denke, Frau Orchidee hat unseren lieben Doktor im Arbeitszimmer mit einem Seil erdrosselt. Stimmen Sie mir dazu? Nun, ich kann dem nicht zustimmen. Meine Beine sind klar. Ich denke, das dürfte Ihren Verdacht auflösen. Scheint so. Dann bleibt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Fräulein Gloria, bitte fahren Sie fort.
Zögern Sie das doch jetzt nicht raus. Entschuldigung. Bitte täuschen Sie nicht vor zu denken. Das können Spiel Sie ist vorbei. Das Leben ist grausam. Sie sollten vielleicht nicht so viel mehr Wein trinken. Aber die Freude. Nun, befand sich jemand zur Tatzeit im Musikzimmer, so möge er dies preisgeben. Musikzimmer. Sicherlich nicht Frau von Porz, die einzige Flöte, die Sie spielt. Also. Jetzt bin ich gespannt. Was wollten Sie vorher sagen? Ich erinnerte mich gerade, Sie pflegten Oboe zu spielen. Ja, ja. Das Sie. Ach, das habe ich lange nicht mehr gemacht. So. Oboe sind schwarz. Nun kann dies niemand entkräften. Das Musikzimmer. Musikzimmer? Im Allgemeinen? Niemand von Ihnen befand sich zur Tatzeit im Musikzimmer. Das ist interessant. Teufel mit um. Das soll mich doch der Teufel holen. Nun denn. Nun denn. Oh, was? Der Teufel. Ich kenne meinen Fehler. Frau von Porz. Ja, Herr Gardner. Im Musikzimmer mit dem Seil glaube ich, Sie gesehen zu haben zur fraglichen Zeit. Also, ich verbringe viel Zeit im Musikzimmer und auch in der Bibliothek, aber leider kann ich mir selber da nicht helfen. Was schauen Sie mich so an? Verzeihen Sie, Frau Post mit dem Seil im Musikzimmer. Leider kann auch ich hier keinen Beistand leisten. Weder seelisch noch Frau Gloria. Ich leider auch nicht. Ich befand mich zur Tatzeit woanders. Nun denn. Ich war es definitiv nicht. Höchst verdächtig. Durch eine weitere Hinweiskarte kann die Bibliothek als Tatort ausgeschlossen werden. Grün beschließt daraufhin, seine Prioritäten zu ändern. Ich muss erstmal den Abwasch machen. Ich kann jetzt hier, das ist jetzt ein Schritt, ne? Ja. Und dann werde ich meine Kristallkugel lesen. Sind Sie jetzt noch Heide? Ich bin Heide? Nein, Sie hatten einen Mordspaß. Ich denke, derjenige, der weiß, wo ich zum Tatzeitpunkt saß, möge sich nun äußern. Kein Problem, das kann ich gerne tun. Ich habe hier die Möglichkeit, das aufzudecken. Aha. Das wäre ja schon leicht schizophren, wenn Sie nicht wüssten, wo Sie gewesen wären. Sie geben sich selbst also ein Alibi? Nein. Nein. Ein Alibi? Achso, nein, ich meine... Ein Kolibri. Ein Kolibri. Ein Kolibri im Spiel. Ich glaube... Sounds. Ich denke, der Wein. Irgendwas ist in diesem Wein hier drin. Nein, ich glaube. Lassen wir das. Von der Gloria. Sie, eine unberührte Perle der Natur. Nun, woher wissen Sie denn das ganz genau? Das ist so eine Werbung. Randall, würden Sie mir bitte noch etwas Wein bringen? Also spielen Sie eine Perle in der Natur. In der Natur, ja? In Ihrem neuen Film? Natürlich. Krumbach. Da bin ich ja sehr gespannt. Das sind wir alle im Vorfeld. So. Ich werde im Musikzimmer verweilen. Und ich beschuldige Baronin von Porz mit der Rohrzange Dr. Schwarz erschlagen zu haben. Schließlich zieht sich die Schlinge um den Täter zu. Der Oberst von Gato äußert einen vollgeschweren Verdacht. Frau von Porz. Damit hat es das auch erledigt. Ja. Wenn es nicht die Rohrzange war, so war es auch sicherlich das Seil. Ich möchte Sie anklagen, dass Sie Dr. Schwarz ermordet haben. Im Musikzimmer. Das mit einem Seil. Mit dem Seil. Wir kennen uns schon so lange und das, Sie tun mir das an. Ihr erster Ehemann hatte schon nicht sehr viel Vertrauen in Sie. Naja. Das war gerechtfertigt. Es gibt noch eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ich kann diesen Verdacht leider nur bestätigen. Reverend, Sie sind ein Vertrauensmann, möchten Sie. Mir fehlen einfach die Worte. Sie müssen das für selbst tun.
Ansonsten würde ich mein Beichtgeheimnis überschreiten. Es ist wahr. Aus dem Seil, die Baronin. Und im Musikzimmer. Ich bin überführt. Nicht mal in der Beichte sind sie mir dazu gekommen. Ja, natürlich, ja. Ja, ich war. Jemand die Polizei. Ich gebe es gerne zu. Er Alfred, wollte, er schnell. Wollte mir nicht sein ganzes Geld vererben. Er wollte es einfach nicht. Zu also, Recht. Sie sind eine. Nein. Sie sind eine Mörderin. Wahre, gottlose Kreatur. Ja. Ich war so nah dran. Ich hätte es fast geschafft. Halten. Ach, haben Sie ja. Handschellen dabei? Nein. Nein, ich bin. Oh, nein, nein. Aha, lassen Sie mich. Nein. Mein Glück. Na, wissen Sie, wer ich raus bin? Hier. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Man wird nein. Sie verhaften. Und dem Gesetze zuführen. Das hätte ich nie von ihr gedacht. Ich bin schockiert. Ihr erster Ehemann war einfach zu vertrauensselig. Die Baronin von Ports wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Mord aus niederen Beweggründen zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Oberst von Gato erhielt für die Aufklärung des Falls das Bundesverdienstkreuz. Seine Memoiren verkauften sich wie geschnitten Brot. Eine anschließende Verfilmung floppte an den internationalen Kinokassen.